Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Netzwerktechnik-Serie. Heute geht es um das POP, das Post Office Protocol, und das findet auf Port 110, beziehungsweise wenn es verschlüsselt wird werden wir gleich behandeln, dann über Port 995. So, tatsächlich ist das Ganze einfach ein ganz normales Protokoll und ihr habt da mehrere Befehle sozusagen, die ihr an den Server schicken könnt. Also das macht dann zum Beispiel Thunderbird, er verbindet sich mit eurem POP-Server. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr habt eine E-Mail-Adresse bei Google Mail oder sowas, und dort könnt ihr dann einfach POP-Befehle hinschicken und bekommt dann eben die Antworten von dem Server zurück. Das heißt, ihr könnt euch erstmal authentifizieren, indem ihr hier, sagen wir mal, Username, dafür stehen dann die XXX hier hinten dran, also hier gebt ihr dann einfach den Usernamen an, normalerweise eure E-Mail-Adresse, und dann eben das Passwort hier hinten dran. Und das Passwort allerdings wird im Klartext übermittelt. Achtung, das heißt, wenn ihr nicht verschlüsselt arbeitet, dann wird auch das Passwort im Klartext an den Server übertragen. Sprich, jeder, der auf dem Weg liegt, das kennt ihr ja, das Ganze wird über PHP dann gemacht, der bekommt dann eben auch natürlich das Passwort im Klartext. Das heißt, er kann das einfach mitlesen sozusagen. Dazu aber in der Wireshark-Playlist, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr. So, dann habt ihr mehrere Befehle, und zwar zum einen mal den Start-Befehl. Damit könnt ihr den Status des Postfachs abrufen. Das heißt, wie groß ist eigentlich das Postfach? Wie viele Mails sind da drin? Ihr könnt List machen, wobei List optional einen Parameter annimmt. Das heißt, List und dann eine Zahl, n zum Beispiel, wo ihr dann eben die Anzahl der Mails oder die Größe der Mails insgesamt bekommt, beziehungsweise eben die Anzahl 1 und die Größe der n-ten E-Mail, also wenn ihr 5 eingibt, eben der 5. E-Mail. Dann Retrieve n könnt ihr eben natürlich die 5. E-Mail abrufen, die Delete oder Dele n könnt ihr die n-te E-Mail eben löschen. Und ja, Achtung, Dele wird nicht direkt ausgeführt, sondern erst, wenn ihr Quit macht, und das steht hier unten. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich Dele 5-mal machen, zum Beispiel auf alle 5 E-Mails. Dann könnt ihr Reset machen, RSET, und dann werden alle E-Mails wieder undeleted. Das heißt, sie werden doch nicht gelöscht. Aber wenn ihr sie wirklich löschen wollt, dann müsst ihr Quit machen und dann werden alle Dele-Kommandos durchgeführt, auch wirklich. Ja, und dann gibt es sogar noch ein No-Op, das liefert einfach nur okay. Das heißt, man kann sozusagen prüfen, ob man sich mit dem Server richtig verbunden hat. Das ist wahrscheinlich wichtig, wenn man einfach mal zum Beispiel das erste Mal sich mit Python oder sowas an einen POP-Server verbindet und dann eben mal kurz gucken will, ob das auch wirklich funktioniert hat so. Und ja, okay. Und dann gibt es, wenn ihr das Ganze unverschlüsselt macht, dann, also wenn ihr auf Port 110 arbeitet, dann ist natürlich hier das Passwort im Klartext zu übertragen, mehr oder weniger freitot. Und deswegen sollte man das möglichst vermeiden. Deswegen gibt es ja auch eine Authentifizierung mit CHAP. Und die nennt sich dann einfach APOP. Das heißt, ihr fragt sozusagen nach einer Challenge vom Server und bekommt diese Challenge. Dann müsst ihr dann hashen mit eurem Passwort zusammen. Und dann könnt ihr das an den Server schicken. Und ja, wenn jemand mitschneidet, dann kann er dagegen eben nichts tun. APOP muss allerdings laut Standard nicht vom Server unterstützt werden. Nur das normale Username, Passwort muss unterstützt werden. Aber wie gesagt, wenn ihr hier mit 995 arbeitet, also verschlüsselt das Ganze über TLS macht, dann ist das auch alles safe. Das heißt, da könnt ihr auch machen, was ihr wollt. Das heißt, wenn ihr TLS vorne dran geschalten habt, dann könnt ihr Username, Passwort machen. Ansonsten solltet ihr immer APOP benutzen, wobei das natürlich vom Server dann noch unterstützt werden kann. Sollte, ja. Okay. Und ja, wenn ihr mehr Informationen zu PHP bzw. CHAP haben wollt, dann schaut euch am besten nochmal meine Netzsicherheits-Playlist an. Da wurde alles ziemlich in die Tiefe erklärt, wie das funktioniert. Okay, und ja, das sind im Endeffekt die Befehle von POP. Wir werden uns, weiß nicht, ob wir uns mit POP nochmal so genau beschäftigen wollen. Ihr könnt aber ganz gerne einfach mal selber probieren, so ein paar Befehle durchzuführen. Und ja, zum Beispiel einfach mit Python oder sowas auf einem POP-Server verbinden. Und ja, dann war es das eigentlich schon wieder von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.